Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, hier auf unserem Projekt Neu Bartelshagen Reloaded auf der PlayStation 5. Ja, heute ist es soweit, wir werden beginnen mit unserem Hofbau. Aber zuerst einen kurzen Rückblick, ihr seht es, wir haben das Feld bereits komplett abgeerntet. Es liegen nur noch die Strohschwaden und den New Holland, den Drescher, den wir ja angemietet haben, den habe ich bereits wieder abgegeben. So, die Strohschwaden werden wir später noch alle einsammeln, das muss auf jeden Fall sein. Aber was wir heute machen wollen, ist nämlich jetzt endlich beginnen mit unserem Hofbau. Ja, und da hätte ich auch schon mal was vorbereitet. Können wir mal kurz gucken. Und zwar hier soll unser Hof entstehen. Ich habe jetzt schon mal den Boden ein bisschen bearbeitet, angemalt, nur damit eben die ganzen Strohreste auch schon mal weg sind, damit wir keine Kollisionsprobleme bekommen, wenn wir unsere Gebäude heute setzen. Und beginnen werden wir mit unserem Kuhstall. Der wird sozusagen die Basis sein. Von dort aus werden wir dann die entsprechenden anderen Gebäude setzen. Ja, kurz möchte ich was vorausschicken. A, werden wir heute nicht alle Gebäude setzen. Also der Hof wird auch noch nicht fertig und wir haben ja auch genügend Platz zum Erweitern. Aber die wichtigsten Gebäude möchte ich heute haben, damit wir zum Beispiel neben dem Kuhstall auch schon unsere kleine Hof-BGA und den Fermentiersilo haben, damit wir dann nämlich hier die gesamten Strohschwaden alles in diesen Silo packen können und umwandeln können, damit wir damit nicht hochfahren müssen zu unserem anderen Silo. Und B, seht es mir bitte nach, ich bin kein Schönbauer. Ich baue mir hauptsächlich einen funktionalen Hof. Wir werden entsprechend auch Platz haben. Ich habe es gerne, wenn zwischen den Gebäuden ein bisschen Platz ist, damit man beim Rangieren nicht 5-6 Mal hin und her fahren muss. Damit man eben da auch ein bisschen ordentlich spielen und fahren kann. Gut. So, was ist noch wichtig, bevor wir loslegen? Mein Tipp hier an dieser Stelle immer, bevor man anfängt zu bauen, automatisches Speicherintervall ist ausgeschaltet. Wir werden jetzt das Spiel manuell speichern. Yep. So, denn wenn man dann anfängt zu bauen und es geht irgendwas schief, dann kann man zumindest wieder den alten Spielstand laden und wieder von vorne anfangen. Okay, legen wir los mit dem ersten Gebäude und das wird der Kuhstall. Da habe ich mir einen Kuhstall installiert, der 240 Tiere fasst und wir gönnen uns das Ganze mit dem Fütterungsroboter. So, das müsste eigentlich jetzt auch schon richtig ausgerichtet sein. Ist immer so ein bisschen eine Sache. Ist das parallel? Yep. So, an der Stelle will ich den hinstellen. Rechts haben wir dann eine kleine Fahrspur. Da werde ich dann die Fahrspur bauen für das Feld hinten rechts. Ja, und ich denke, so sollte das passen. Dann haben wir Platz genug. Und da steht ja jetzt unser erstes Gebäude, nämlich unser Kuhstall. So, da fahren wir mal kurz hin. Und dann schauen wir uns das mal von der Nähe an. Ja, und dann haben wir noch nebenher ein bisschen was aktualisiert, so wie es aussieht. Okay. Ja, und ich finde, es macht auch ein bisschen was her, hier jedenfalls auf der Seite mit der kleinen Insel hier. Finde ich richtig schön. Und wir werden dann auch noch was Spezielles platzieren. Ich habe mir nämlich eine kleine Mühle heruntergeladen und die möchte ich nämlich heute auch schon platzieren. So, da haben wir also unseren Kuhstall. 240 Tiere werden da reinpassen mit dem entsprechenden Fütterungsroboter. Okay, machen wir weiter mit dem Bauen. Den Misthaufen, die Güllegrube muss ich mir noch überlegen, ob wir die setzen. Aber hier möchte ich jetzt erstmal eine Halle bauen. Und zwar, schauen wir mal. So, das ist hier der Klassiker, das Schleppdach. Das soll hierher. Muss mal wieder gucken, ob das einigermaßen parallel ist. Ich finde dieses Baumenü nicht ganz so geschickt. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Vor allen Dingen, dass dann doch im unteren Bereich immer das Menü auch ein bisschen, ja, ich sag, stört beim Platzieren, beim Sehen, wie man das dann auch gut hinbekommt.
Okay. Ich denke, so sollte es passen. Und dann möchte ich noch diese Halle hier platzieren. Hier nebendran. Als Begrenzung zu unserer Einfahrt, weil da hinten dran ist eine schöne Werbung. Ein bisschen auch was zum Gucken. So, jetzt kriegen wir das wieder nicht hin. So müsste es passen. Okay. So, und das soll dann ein bisschen hier abschließen. Noch ein bisschen hoch, damit wir Platz haben, weil da hinten bauen wir vielleicht dann unseren Dieseltank hin. Gut, so sollte das passen. Sehr schön, das gefällt mir ganz gut. Und dann haben wir schon mal unsere entsprechenden Hallen, um unsere Fahrzeuge unterzustellen. So, was möchte ich noch platzieren? Unser Silo. Unser Fermentiersilo. So, oder Fermentersilo. Ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen. So, wo haben wir das? Ist das unter Produktionen? So. Wo haben wir denn das? Hessisches Fermentersilo, genau. Das wollen wir haben. Damit haben wir nämlich die Möglichkeit, Gras, Heu und Stroh umzuwandeln in Silage. So, das sollte ungefähr passen. Ja. Und dann haben wir noch unsere Hof-BGA, die Mini-BGA, die hier es uns ermöglicht. Unser Stroh, Silage, Heu können wir da einwerfen, auch Hackschnitzel bzw. Rübenschnitzel und Zuckerrüben. Und da bekommen wir auch jede Menge Gärreste. Strom zum Verkaufen und Gas zum Verkaufen. Okay, schauen wir mal, wo wir das Ganze hin platzieren. Hier jetzt eher nicht. Ich wollte hier an die Ecke eigentlich die Mühle packen. Naja, ob wir. Na, packen wir das doch einfach hier auch als Eingang. Hier an die Stelle. Einigermaßen wieder gerade. Ich denke, so kommt es hin. Ja. So, mit ein bisschen Abstand, weil ich glaube, der macht hier ein sehr großes. Ja, eine Betonplatte hin. Ich habe ja das ganze Feld hier mit erstmal Grastextur bemalt, damit wie gesagt hier die Reste weg sind. Diese ganzen Strohreste, weil die verhindern dann auf dem Feld, dass man eben dann Objekte setzen kann. Dann gibt es meistens eine Kollision. Deswegen hier die Empfehlung, immer vorher erstmal alles bemalen. Und dann sind alle Objekte entfernt. Dann kann man hier ordentlich auch die Gerätschaften, die Gebäude setzen. Und anschließend kann man das Ganze ja alles immer noch nachmalen. Gut, und jetzt machen wir noch eine weitere Produktion hin. Die gefällt mir nämlich gut. Die habe ich mir heruntergeladen aus dem Mod-Hub. Das finde ich ganz schick hier. Nämlich eine Mühle. Da können wir dann unser Getreide mahlen zu Mehl. Und man kann anscheinend auch hier Sonnenblumen, Raps und Oliven zu Öl verarbeiten. Also schon mal gar keine schlechte Sache. So, und das ist eine Mühle. Und die will natürlich kein Nachbar direkt bei sich vorm Grundstück haben. Wir erinnern uns. Windräder, 10H-Regelung, also packen wir das Ganze mal hier hoch an die Stelle. Ich finde, hier sieht es ganz gut aus. Auch hier schauen wir erstmal vom Ausrichten, ob das einigermaßen parallel ist. So, und dann packen wir das hin. Und das Besondere soll ja sein, dass wenn die angeworfen wird, dass sich sogar die Räder drehen und dass das Gebäude sogar beleuchtet ist. Ja, das Wichtigste hätten wir. Das Einzige, was noch fehlt,
ist der Misthaufen. Dann haben wir so ungefähr eine Vorstellung, wie groß unser Hofgelände werden wird. Das werde ich dann hier noch entsprechend ein bisschen anpassen. Und dann werden wir eben hier die Wege noch platzieren. Hier wird es einen Weg komplett rüber geben, der dann hier dieses Feld abtrennt vom anderen Feld. Dieses hier. Dann haben wir hier ein großes Feld. Und dann werden wir mal sehen, dass vermutlich auch dann diese Fläche hier werden wir in zwei Felder entsprechend trennen. Ich denke, irgendwann hier auf dieser Bahn ungefähr wird es dann nochmal werde ich einen Weg anlegen. Und dann irgendwie hier auf der Linie ungefähr werden wir das Ganze auch nochmal abtrennen, damit wir dann auf dieser Seite unser Grasfeld bekommen. Okay. Jetzt erstmal den Traktor nochmal kurz aus dem Weg fahren. Und dann schauen wir, dass wir unseren Misthaufen noch hinstellen. Beziehungsweise unsere Miste, das Silo für uns dann für den Mist. Okay. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus hier. Also die Mühle gefällt mir richtig gut. Das hat doch was. Ah, man hört auch schon, wie richtig hier das alte Holz knarrt. Naja, gut. Dann noch. Und das Silo-Erweiterung müsste ja eigentlich, das müsste sie sein, das müsste der Misthaufen sein. Den drehen wir so rum. So, und nochmal. Okay. Und dann denke ich, packen wir das Ganze so hin. Dann haben wir nämlich da eine gute Durchfahrt und auch wieder eine Abgrenzung. Aha. Und dann passt das. Okay, ich denke mal, so weit, so gut, was diesen Teil hier angeht. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Weg mit dem Landschaftstool. Malen, Gras. So, und die Größe. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran, damit wir das auch hier ordentlich platzieren. So. So, in der letzten Folge habe ich ja noch kurz erzählt, dass es ja das Thema mit den Paletten gibt. Ich habe mir jetzt auch den einen oder anderen noch so angesehen. Also ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, dass es also wohl aufgrund des Updates der Fall ist, dass eben Giants hier eine Einstellung vorgenommen hat, dass eben nicht mehr so viele Paletten spawnen können. 50 Stück sollen es eben sein auf der Konsole, 100 Stück auf dem PC. Und es gibt da entsprechend schöne Videos auf YouTube zu sehen und auch schon Lösungsvorschläge bzw. auch Mods, die das helfen sollen, ja zumindest mal übergangsweise zu beheben, bis dann, so wie es angekündigt wurde, ja höchstwahrscheinlich im Sommer beim nächsten Update, dann eben diese Anzahl wieder erhöht werden soll. Und wie viel, weiß man noch nicht genau, ob jetzt dann aus 50 100 werden oder aus 50 200. Das wird man dann wohl dann noch sehen oder festlegen. Aber da wird sich auf jeden Fall laut Giants was tun. Okay, so, das wäre also der erste Teil. Ja. Und hier ziehen wir eine Bahn hoch. Ja, das war natürlich klar. Hier passt es wieder nicht ganz. Das finde ich übrigens auch nicht ganz so geschickt gelöst, im Gegensatz zum letzten LS. Verstehe ich das nicht ganz, warum das hier so, na, ich sag mal, schwammig ist, so dieses heller werdende. Hilft einem nicht gerade unbedingt, hier genau platzieren zu können. Und hier werden wir dann also einen Weg bauen nach oben, um dann eben die entsprechenden Felder getrennt zu haben. Und dann können wir die getrennt bearbeiten. Und das werde ich dann ein bisschen jetzt noch im Offscreen machen, noch ein bisschen schön machen. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. So, ich hoffe, ihr habt natürlich da ein bisschen Spaß hier beim Zusehen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen drauf gefreut, dass wir hier jetzt unseren Hof,
unsere ersten Hofgebäude gesetzt haben. Wie gesagt, da wird sich noch einiges tun. Da werde ich noch einiges auch ein bisschen schön machen. Der ein oder andere Baum pflanzen, ein paar Zäune ziehen. Ja, und die Sache halt einfach noch ein bisschen angenehmer und schöner machen. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die Gebäude gesetzt sind, damit wir arbeiten können, damit wir zum Beispiel das Stroh hier in das Silo kippen können und dann eben schon mal die ersten Kühe anschaffen und auch die Hof-BGA ja, füttern können mit Silage. Ja, ich sage recht schön Dank fürs Zusehen. Hoffe, wie gesagt, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und hier natürlich wie immer ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach bitte gerne ein Däumchen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten sage ich euch, ja, bleibt's gesund. Euer Baden-Farmer sagt Tschüss, Ciao, Cheerio.